Hallo ihr Lieben, ich filme heute wieder ein bisschen und zwar feiern wir heute unseren Geburtstag nach. Hier ist schon Highlife und wir haben heute sogar schon einen Kuchen gebacken, beziehungsweise ich und 20 Brahune, zeige ich euch kurz. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Da ist er. Und da hat meine Schwester noch eingebacken. Der ist hier. Uns ist es aufgefallen, dass wir nicht genug Teller haben. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir irgendwie improvisieren. Keine Ahnung. Entweder wir kriegen den größeren Teller oder einen kleineren. Oder also ich teile mir auf jeden Fall dann einen mit Finn. Der übrigens gerade schläft. Ja. Aber, der ist sogar wach. Okay, dann können wir den Finn jetzt rausholen. Der ist nämlich wach. Genau. Um 3:30, 4:30 kommen dann auch die anderen. Es ist noch ein paar Minuten bis dahin. Genau, jetzt wecken wir mal den Finn, aber der ist schon wach. Hallo Finn! Den wollen wir nämlich noch umziehen, den wollen wir noch was Schönes anziehen. Schließlich soll er hübsch aussehen. Und da er zu Weihnachten ein Outfit geschenkt bekommen hat, ziehen wir ihm das jetzt an. Was? Matschig. Ja, also Finn ist gerade aufgewacht und ich ziehe ihm das jetzt an. Und bis dahin kommen dann wahrscheinlich auch die anderen. Wir müssen hier mal erstmal die Rollladen hochmachen, weil es hier ziemlich dunkel ist. Hallo! Wie kommt der da wieder raus? Müssen wir die Gitterstäbe rausmachen gleich. So. Also Finn kriegt eine chillige Hose an. Und ein Helm. Das gehört zu Disney. Genau. Und dann noch ein Jäckchen drüber. Und mal schauen, ob es ihm nicht zu warm wird. Weil bei uns ist es natürlich immer schön warm. Ich will ja nicht frieren. Raus. Ich bin wundert sich schon, dass Leute da sind. Kamera, genau. Das ist ein Tonschema. Ja. So. Genau. Genau, dann kommt eben noch ein Paddy seine Mama. Und seine Schwester und sein Bruder wahrscheinlich auch, denke ich. Und die zwei Kinder von Patty, seiner Schwester. Ihr Mann kommt, glaube ich, sogar auch mit. Letztes Jahr war er nicht dabei, weil er da arbeiten musste. Ja. Der Bruder ist ein bisschen rot. Ja, da ist auch noch Creme, siehst du? Ja, natürlich, ich bin erstmal eine neue Windel. Nach diesem Tag habe ich dann auch alle Geschenke zusammen. Dann kann ich endlich den lang gewünschten Geschenke-Haul abdrehen. Es wird ja ziemlich viel, aber ist ja normal. Schließlich hat er Geburtstag und Weihnachten. So, das hat Finn jetzt an. Voll süß, oder? Finde ich. Jetzt kämmen wir noch seine Haare, weil die sind noch ein bisschen durch den Wind. Ja, Haare kämmen. Okay? Ja. Genau, und dann seht ihr nachher wahrscheinlich, wie er Geschenke aufmacht oder wie Kuchen essen. Tu mal auf, nein. Komm. Ja, mach auf. Willst du der Oma helfen? Ja! Ach, wer hat denn das zugeklebt? Ach, das war ich ja selber. Noch jetzt. Guck mal, hier, Pini. Da ist der Anfang. Bis der Anfang kannst du weiter aufreißen. Eins. So, noch weiter. Hätten wir früher machen sollen, hä? Was das denn? Weitermachen. Weiter. Ach, du bist faul, du. Weiter. Du lässt dich immer die Geschenke öffnen. Ah, ein Buch. Oh, lesen. Oh. Später lesen. Noch die anderen aufmachen. Gibt's noch mehr? Tu's mal auf den Tisch, genau. Stell's kurz. Leg's auf den Tisch. Genau, super. Oh. Oh. Das kannst du alleine aufmachen. Oh, guck mal, Finn. Ein Kindergartenrucksack. Ja, super. Präsentier's, genau, präsentier's. Ja. Okay, ich füll mal die Kuchen. Da haben wir den hier. Was ist das? Weiß ich nicht.
und den angefressenen Kuchen von der Kathi. Ja. Und der Kathi ihr Kind. Oh! Oh, oh. Und weiter? Nina, hebst du es mal fest, dass es nicht runterfällt. Komm weiter. Feste, fest. Super, jetzt. Guck mal, Lego. Oh, mit einem Hund. Mit einem Hund. Auf. Finny, dreh dich mal. Drehen. Oder so. Super. Oh, ist das schön. Ja, weiter. Bin ich. Weiter, alle aus. Besser machen. Guck mal, was der Papa macht. Guck mal. Spielchen. Guck mal zum Papa. Ist auch schön. Guck mal. Hallo. Hey, super. Fertig. Hallo ihr Lieben. Ich schneide gerade Finns Geburtstagsvideo und mir ist aufgefallen, dass ich keinen Schluss gedreht habe. Ja, und zwar lag das daran, dass ich natürlich auch Gastgeberin war und es ziemlich komisch und anstrengend war, immer wieder an die Kamera zu denken. Und ich habe es schlicht und ergreifend dann einfach irgendwann vergessen. Ich hoffe, dass euch die Einblicke trotzdem gefallen haben. Es ist eigentlich auch nicht mehr so viel passiert. Wir haben dann einfach noch Pizzabrötchen abends gegessen, die der Patty übrigens gemacht hat. Und ja, das war es dann eigentlich. Natürlich ein bisschen unterhalten und so. Und so um 8 sind eigentlich alle gegangen. Und Finn hat es auf jeden Fall mega gut gefallen. Er hat mit seinen Cousinen und Cousins gespielt. Was heißt Cousins? Er hat nur einen Cousin und zwei Cousinen. Und ja, es war auf jeden Fall ein toller Tag für ihn, auch für uns, auch wenn es ein bisschen anstrengend war und unsere Spülmaschine natürlich dann hier jetzt mal richtig durchpowern durfte. Die Geschenke, die seht ihr ja in einem anderen Video. Ich denke, dass das nach diesem Vlog hier auch online kommen wird als nächstes. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Däumchen oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch darüber natürlich sehr. Wir haben ja jetzt auch die 1000 Abos geknackt, wo ich mich mega drüber gefreut habe und ich habe aber noch keine Ahnung, was für ein Abo-Special-Video ich drehen soll. Also falls ihr eine Idee habt, dann bitte in die Kommentare damit, das wird mir wirklich sehr helfen. Schließlich möchte ich auch, dass euch das gefällt, schließlich ist es ja für euch. Genau, ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen guten Tag, Mittag, Morgen, Nacht, was auch immer, wann ihr dieses Video eben schaut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!